Nummer 3. Andante sostenuto. Geheimnisvoll und sehr duftig. Es fällt erst einmal sogar schwer, über diese Musik zu reden. Denn wer will denn geheimnisvolle Stimmung oder Dufte in Worte fassen? Nun, interessanterweise scheint das tschechische Wort vzdušne eher luftig zu bedeuten. Und der Aufführungshinweis ist ins Englische als light and airy übersetzt worden.
Dennoch führt auch die neue kritische Ausgabe von Birnreiter, eine hervorragende Ausgabe übrigens, weiterhin sehr duftig auf. Scheinbar haben wir hier mit raffinierten Nuancen zu tun. Ich jedenfalls stelle mir die anfänglichen kolorierten Akkorde als sehr duftig vor. Die Gesamtstruktur der Komposition scheint vor allen Dingen mit dem Timing zu tun zu haben. Es gibt eine Teilungslinie zwischen dem statisch aufladenden und dem fließenden. Den luftig-duftigen Akkorden folgt nämlich gleich das Vivace. Die großen Akkorde am Beginn, da inspirieren sich einige, die das kommentiert haben in der Vergangenheit, durch die Vorstellung von großen Bäumen. Das Stück soll von Natur inspiriert worden sein. Die anderen führen dann ein, es sind ferne Glockenschläge in Kresovice, in dem Dorf, wo der Komponist geboren war. So oder so sind die Akkorde aus meiner Sicht nichts in sich Ruhendes, sondern spannen quasi eine Feder auf, wobei die Energie gleich anschließend bei Vivace losgelassen wird. Es bleibt die Spannung. Die Feder ist gespannt und los. Na? Die Kinetik geht in der linken Hand weiter. Und den treibt den Satz fort mit einem fortwährenden Trocheus, bis die Ladung quasi ausgeht. Und eine neue Aufladungsphase. Mit neuen Akkorden. Man könnte die Gesamtform grob in drei Teilen verstehen. Dabei hätte der dritte eine Art Funktion als Reprise. Dort sind dann die großen Akkorde nicht mehr in der statischen Funktion, sondern gewinnen durch eine pochende Repetition in der Tenorstimme neue Dynamik. Entwicklung also für das Thema. In der Gesamtstruktur von den 10 Stücken ist dieses dritte dasjenige, wo nach dem Anfang ironisch, grimmig, zweiten Stück in sich gekehrt, unruhig, nervös, unsicher, hier jetzt das Gefühl entsteht, es wird richtig spannend.